Spencer, das, was du jetzt hier gerade machst, das kippst du einfach nur so weg. Das mache ich auch. Also aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen muss dieses Video jetzt beendet werden. Ja, moin Leute und herzlich willkommen zum Rennleiter-Vlog Teil 8. Habt viel Spaß, wir gehen direkt rein. Nee, so akribisch mache ich das nicht, weil ich will nicht nur 10-Jährige haben. Ich will nicht nur 10-Jährige als Publikum haben. Ich bin mehr so der ruhige Typ, der das macht. Ja, genau so eher. Wirst du es ja sehen, wenn du das guckst. Na dann, schieb. Jetzt musst du dich anstrengen, jetzt bist du im Video drin. Jetzt bist du im Video drin, jetzt musst du dich anstrengen. Machst du denn so Marker zwischendurch, sodass du weißt, wo geile Stellen sind, oder machst du? Nö, ich gucke alles durch. Ja, klar. Hätte ich jetzt auch gesagt. Also einparken solltest du nicht, du. Das wird nix. Wird nix. Naja, klar. Ich wollte Jens fast fragen, ob er uns einen Kaffee holt. Nein, alles gut. Oh, jetzt Vollgas. Ach so, ja, ein bisschen näher kannst du schon noch ranstellen. Nicht ganz ran, aber ein bisschen ran. Ich meinte eigentlich rechts an die Karts, aber ist okay. Hier so, das meinte ich eigentlich. Ja, das ist übrigens Paul, der ist neu. Der übt noch. Aber er ist ein guter. Und das ist der Club. Wenn man das so sieht, die sollten lieber Kart fahren, statt Volleyball spielen. Da wird nichts rausgeschnitten, das ist peinlich. Das bringt Quote. Die 22 kann auch zurück. Ja, warum wir da jetzt die ganzen Karts wegschieben, das liegt daran, dass wir gleich das Kicker Race hier veranstalten. Nur halt diesmal im Club. Also Kicker Race ist halt das, was sie normalerweise in der Kinderkartschule fahren. Alter. Aber jetzt geht's gerade wieder runter, jetzt ist gerade so ein Loch. Ja, für die großen YouTuber. Das muss man nochmal unterscheiden. Jetzt hast du ja Sam vs. Wild und sowas. Ja. Dann gucken wir ja noch die Reactions, die Leute. Ja. Und die gehen ja über Stunden, die Videos. Dann haben die keinen Bock mehr, noch meins zu gucken. Januar geht's wieder hoch. September ist immer so die stärkste Phase bei mir. Genau, nebenbei erfahrt ihr noch ein paar Leaks, was so bei mir abgeht. Statistiken und so. Aber bevor wir weitermachen, es gibt ein neues Mitglied. Ein neues Familienmitglied auf meinem Kanal, der Darian. Ne? Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, du bleibst mir lange erhalten. Und ich hoffe, ja, dass dir meine Videos auch in Zukunft und weiterhin gefallen.
Oh, jetzt seht ihr mal, wie lange das so dauert, ne? Die ganze Box hier leer zu schieben. Und hier sehen wir ein paar Stunts. Jetzt kommt die Verlinkung eingeblendet. Ja, wird doch passen. Kannst du den? Quark, ja. Ja, mach mal den. Oh, nee. Jetzt kalt, nicht? Kalt nicht. Nee. Hab ich so lange nicht mehr gemacht, ne? Was sagt das, hast du Angst, dass du dich hinpackst, oder was? Ja, dass ich nicht pack, dass ich auf Kien lande. Von der Höhe halt, weißt du? Ja, dann wärme ich ein bisschen auf. Ja, das wird halt doch hammergeil, komm. Das wird halt so hoch. Das ist das Thumbnail dann. Jetzt fahren wir halt gerade weg vom Bild. Ja, aber... So über Karts rüber von dem Haus hier. So, die stellen wir mal noch auf die andere Seite hier. Dann können wir hier nämlich die Kartons schon hinstellen. Einfach nur auf die Seite. Kannst du auch direkt an die Linie stellen. Ja. Stimmt, die Nummern müssen ja neu eigentlich. Ja, teilweise irgendwo ist auch schon eine 5 mit bei gewesen. Ja. Ich hatte hier mal richtig viele Schilder dran. Wo sind die alle? 20 brauchen wir auf jeden Fall. Alter. Fünf kann man nutzen. Hier ist noch eine 2. 25, nö. 39, nö. Nö, 19, nö. Mal alle komplett neu machen. 24, nö. Kannst schon mal einen Haufen Zettel holen und ein Edding. Oh mein Gott. Ja, sonst hörst du doch im Kart nix. Alter, was soll das? Ja? Hast du ganz schön erschrocken. Geil. Das war lustig. Ja, wofür diese Tröte ist, das wird gleich alles erklärt. Also ich erkläre gleich vor Ort für euch das Kika Race. Da braucht ihr euch keinen Kopf machen. Also früher gab es auch mal Wackelband. Weißt du, wie lange das schon hier nicht mehr gibt? 20, 21, 1, 2, 3, 4, 5. Wie viele Leute sind wir denn überhaupt? Haben gar nicht so viele, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und 10. Hä, hey, wir brauchen die 5 nicht mal. Ich glaube, es sind nur 4 Alphas. Wenn du sagst, zwei Alpha-Fahrer. Weil wir haben sowieso mit Kartoff einen Fahrerwechsel. Dass wir die da erst, wenn wir die Welle verteilen, die auch hinstellen kriegst. Danach brauchen wir, glaube ich, den Platz, um die wegzuräumen. Wir müssen die wegräumen. So. Ja, wie kannst du auch in der Mitte stehen lassen? In der Mitte musst du auch gar nichts machen. Oder was meinst du? Hat den Nadel gemeint. Dass wir. Ja. Ja, ist recht. Ja, den Feuerzeugen erstmal. Ich meine, klar, die Reifen stehen jetzt nicht hier. Ja, aber stell trotzdem hin erstmal einfach. Die Reifen? Nee, Boxen. Ja. Hast du Edding? Hm? Ja, bei dem Scheißband brauche ich aber auch noch eine Schere. So, Paul, das kannst du machen. Was? Da sind jetzt ein Haufen Blätter. Du schreibst ganz groß drauf, so wie es hier halt ist, nur größer noch ein bisschen. Noch eine 21 brauchen wir noch. Ich bin echt schlecht im Zahlenmalen. Das ist doch scheißegal. Hauptsache man erkennt die Zahl. Und 1 bis 5 machen wir sicherheitshalber noch. Oder 1 bis 6 machen wir sicherheitshalber noch. Ich mache jetzt von 1 bis 6. Ja, und klebst du in irgendwelchen Kartons ran. 21? Ja, du hast doch 1 bis 6 gesagt. Ja, 21 und 1 bis 6. Achso, die 21? Ja. Ja, wie mal ich denn die? Na, eine 2 und eine 1. Ja, aber man kann die ja verschieben. Ne, nee, die 2 ist eine 2. Hä, ist das dein Ernst gerade? Nee, ja. Ist eine 2, ist richtig. Ja, ich mach halt, ich hab überlegt. Nein, du, am Ende ist es nur wichtig, ob man das erkennt. Ja, ja. Ne? Ich hab mal Graffiti auch gemacht.
Ach so. Deswegen und da. Ja. Egal, kommt auf jeden Fall rein ins Video, war lustig. Nee. Genau, 1 bis 6. Also 1 bis 6. Boah, ich hasse das. Kennst du das hier, so Klebestreifen und du findest das Ende nicht? Beziehungsweise die haben das hier so hässlich abgerissen. Hasse ich. Kenn ich. Egal, kriegst du schon hin, ne? Ich muss die Buzzer aufstellen. Ja, Paul ist schon ein lustiger Typ, oder? Finde ich auch. Der macht immer so unkontrollierte, coole, lustige Sachen. Aber dafür habe ich ihn auch echt lieb. Was? Das hängt jetzt eine Lampe. Wen hast du getroffen? Nee, der geht jetzt los. Also wir fahren jetzt nicht mehr, ne? Hä, wie habt ihr das denn geschafft? Spencer hat geschossen. Wie soll das hier? Es wird ja, das wird ja nur gefährlich, wenn das denn da vorbeifährt und der wird dann erstochen. Ja, plötzlich fährst du da lang und das geht auch auf. Scheiß Chaoten krüppeln dauerhaft in die Decke. Ich treffe einmal die verschiedenen Decken. Also, dass du vorhin gesagt hast, dass wir lieber beim Kaffee bleiben sollten. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Bescheuert, ey. Da traue ich mich gar nicht hoch. Also von hier sieht das alles gar nicht so raus, aber als ich da an der Leiter stand und den Pfeiler hochklettern wollte, ging gar nicht. Was macht ihr? Hä, das wird nie was. Du hast nichts verpasst, Aaron. Du hast nichts verpasst. Das wird nie was. Was machst du da? Spencer, kennst du die Hebelwirkung? Spencer, kennst du die Hebelwirkung? Kennst du die Hebelwirkung? Die muss aber ja nach vorne, das sieht man doch. Ja, du kannst. Hä? Spencer, das, was du jetzt hier gerade machst, das kippst du einfach nur so weg. Das ich hoffe, du nimmst das gerade auf. Ja, mach ich auch. Also ich hoffe, die rote Lampe leuchtet noch. Premium-Content. Ja, Tim war das. Ja, eindeutig Tim. Ja. Hier ganze Schmarrn ist hier drauf. Machst du Rennen mit der Video? Ja, Teil 7. Ja, Teil 6 kommt morgen. Nee, extra Aufrufe hätte es gebracht, wäre Spencer da jetzt wirklich hochgelaufen. Und die Leiter wäre so umgekippt. Welche Uhrzeit kommt es morgen? Also aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen muss dieses Video jetzt beendet werden. Ja. Oh, Spencer, ernsthaft? Spencer nicht? Also in Physik war ich nicht gut, aber das verstehe ich. Spencer, Alter, lass die Scheiße. Lass ihn mit dem Stapler hochfahren. Oder du kriegst es ab, die Lampe. Weil wenn das jetzt... Entweder du kriegst das Ding hier ab, weil hochkommst du bist jetzt da nicht. Stapler. Geh mal weg da, Lennox. Hängt das fest dran? Ja, wenn es hängt, dann hängt es, dann lass es so. Ja, aber nachher fährt er. Spencer, wenn es fest ist, dann lass hängen. Ich hatte nur Schiss, dass das jetzt so runterfällt. Ja, ja. Aber hängt das da am Kabel oder was hängt das da? Das ist geerdet, ja. Hä? An der Erdung? Das ist geerdet. Ja. Mit dem Kabel, du Idiot. Wer ist denn der Idiot, der das da oben kaputt gemacht hat? Oder hier hochlaufen? Ja, oha. Ich hab einmal die scheiß Decke getroffen. Aber reicht das nicht, wenn ihr das in diesen drei Dingern macht? Bis da oben ran? Was? Ja. Ich hab einmal die treffen alle die ganze Zeit die Decke. Ich treffe einmal die Decke direkt komplett. Aaron, lass das mit dem Stapler machen. Aaron, wir haben Zeit. Lass das mit dem Stapler machen. Ja, perfekt, weißt du? Alter. Herzlich willkommen im Card Center Rostock. Was gibt's zu tun? Hä? Was gibt's zu tun? Immer irgendwas. Sind die Kartons alle fertig? Die sollen die Schrift rausnehmen. Oder hast du gesagt mit aufgeben? Naja, klar. Das machst du? Du bist ja geil. War das nicht so?
Nein, du hast nur gesagt, aufschreiben die Zahlen 1 bis 6. Ja, aber du kannst ja dann auch weiterarbeiten, musst ja dann nicht aufhören. So, den Rest kannst du weitermachen, aber ich muss die Technik nochmal. Kommt ja nicht an, dass jetzt eine Lampe. Na, die Dinger an die Kartons kleben. Die großen. Achso. Was? Kika Race. Stehen schon Zahlen drauf. Auf dem Boxen. Ich weiß nicht, woran ich kleben soll. Wie ist das gedacht? Was ist überhaupt das Ziel mit dem Boxen? Vielleicht brauche ich mehr Infos. Klebst du einfach hier drüber. Drüber, über die anderen Zahlen? Ja. Fertig. Über alle. Ja. Also das Ziel ist nachher, dass die Leute da Bälle reinwerfen können mit ihrer Kartennummer halt drauf. 2, 3, also hier 3 ist zum Beispiel, also die 3, also 23 ist 3. Nein, es verwirrt ihn nicht. Kleb einfach 1 bis 6 an die Kartons, so dass man die sehen kann von vorne. So, wenn er jetzt Kartennummer 20 fährt hier rein und sieht da die 20. Jetzt musst du dir doch Alpha 1 bis 4 vorstellen. Wenn die aber keine, wenn du eine 1 und eine 4 findest, kannst du die gerne hinstellen, wenn nicht, musst du sie draufkleben. Achso, weil sonst sind alle Kartons hier unbrauchbar. Richtig. Und da wir keine 1 bis 4 haben, musstest du die Zettel jetzt neu schreiben. Darum geht's gerade. Zu viel Geld für Augen. Du hast mir gesagt gerade, eine 5 und eine 6 überkleben. Ist doch scheißegal, ja. Später eine 5 auf einen anderen Karton zu kleben. Ist doch scheißegal, Mensch. Ja, aber dann können wir den ja behalten. Warum willst du die überkleben, die 5? Weil die so klein ist. Ach so. Warte. Existiert sie nicht mehr. Es gibt keine 5 mehr. Ich weiß, du hast dich als Rennleiter beworben und nicht als Bastelqueen, aber. Das ist doch. Hä? Was? Naja, ich hab das halt. Ich hab Magiehände. Schere geht nicht. Oh! Geil. Ich hab dich trotzdem lieb. Ja. Yeah. Okay. 4. Schon. Ja, ich erkläre dir gleich, wie das kicke, weil ich musste ja auch wissen, wie das abläuft. Wäre schon gut, ne? Ich hoffe mal, wir haben nur 4 Alphas. So, dann erkläre ich dir gleich mal alles, ne? Die Kartons kannst du alle wieder wegstellen, in den großen Karton rein. So, der ist schon ein bisschen kaputt, ne? Den kannst du sonst auch wegschmeißen. Klein machen. Also, Buzzer und so kennst du auch alles noch nicht, ne? Nee, ich kenne den eigentlich gar nicht. Ich guck erstmal, ob die funktionieren. Einmal ein Fry, aber da müssen wir 60 Sekunden einstellen. Kann man nicht buchen, dieses Rennen, ne? Nee, das ist jetzt der Verein. Also es ist wirklich selten, dass das gemacht wird, oder was? Das wird eigentlich das Rennen, was wir jetzt machen, ist nur Kinderkartschule eigentlich. Und die haben sich jetzt mal als Gag gedacht zu Weihnachten, die machen das jetzt auch. Das ist doch immer geil. Jetzt haben wir, ja, ich erkläre dir das mal. Drück mal jetzt auf den Buzzer da. Das müssten jetzt eigentlich 60 Sekunden sein. Jawohl, sehr gut. So, dann komm mal mit. Müssen wir gleich mal das Wasser wegmachen. Hier hängt zum Beispiel ein Eimer. Da hängt ein Eimer. Ja. Denn da, wo der Kegel steht, hängt noch ein Eimer. Ja. Und kurz bevor du die Box fährst, hängt noch einer. Auf der linken Seite. Ja. Ne? So, und dann, wenn die losgefahren sind, oder wir können es jetzt gleich machen schon, kann man sich aussuchen, irgendwo Bälle reinpacken. Nadel wird uns hoffentlich noch sagen, wie viele wir machen sollen. Ja, aber so, dass die Fahrer das nicht sehen. Du kannst also auch antäuschen. Ja, weil es geht natürlich darum, dafür hast du die Tröte einmal gehört eben. Man trötet dann einmal, während die fahren, dann geht das Gelblicht an. Das heißt, die ist dann für die ein Signal, okay, jetzt dürfen wir an die Eimer reinfahren. Ja, wer einen Ball gefunden hat, der legt ihn hinter den Sitz, fährt dann in die Box rein und muss ihn in seinen Karton reinhauen. Dieser eine Ball bringt den eine Runde Vorsprung. Jetzt musst du aber taktisch denken, du hältst ja auch an und verlierst Zeit gegenüber die noch fahren. Musst nochmal in die Box fahren, kostet Zeit. Wenn jetzt allerdings an einem, also es bringt schon eine halbe Runde ungefähr,
Aber wenn du jetzt keinen kriegst, keinen Ball, weil keiner mehr drin war oder so, dann verlierst du nur. Deswegen ist das so ein taktisches Ding. Du kannst auch einfach entscheiden, ich hack einfach durch. Gucken. Dann können die ruhig Bälle sammeln, aber ich verliere halt erstmal keine Zeit. So, ne? Das ist alles. Das ist alles, ja. Dann zweimal tröten, dann dürfen sie nicht mehr ranfahren. Und die, ja genau, Lichter gehen wieder aus und die dürfen nicht mal in die Eimer fahren, bis sie dann nochmal tröten. In der Zeit, wo sie dann nicht mehr ranfahren dürfen, muss die Bälle wieder neu reinlegen irgendwo. Mhm. Ne? Und man darf immer nur einen Ball reinnehmen, also rausnehmen, meine ich. Du könnt aber auch mehrere drinnen liegen, zum Beispiel. Genau, das ist das. Die dürfen nämlich auch immer nur in die Box einen Ball reintragen. Die dürfen dann während der Phase nochmal einen Ball rausholen aus dem Eimer, aber immer nur hier einen in die Box reinlegen. Quasi. Genau, das ist das. So, das ist das Kicker-Race. Mehr ist das gar nicht. Allerdings kommt jetzt bei denen noch was dazu. Ein Kartausch nach ungefähr der Hälfte. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die fahren. Eine Stunde oder so? Stunde. Eine Stunde fahren die jetzt, ja. Ist der Teamrennen. Genau, ein Kartausch. Das heißt, zeigen wir dann drüber einen Monitor an, welches Kart rein muss. Das ist der Monitor hier. Ich fahre jetzt eine ganze Stunde straight up Kart. Naja, klar. Er ist doch nichts für uns. Güstrow. Gülzow bin ich zur Grundschule gegangen. Gülzow? Ja. Wo ist Gülzow? Ja, ich dachte, du kennst dich aus mit Güstrow und Umgebung. Muss eine Runde auf Zeit nur. Okay, alles klar. Eine oder im Team. Ach, die laufen. Die fahren gar nicht mit dem Kart. Das ist ja bitter. Ist ja geil. Die laufen hier los im Transponder. Auf der MS geben sie das ab. Ne? Ein Reifen. Wir brauchen noch Reifen. Das wollen die als Staffelstab nehmen. Ach, die laufen Staffel? Ja. Warum nur Staffel? Ja, weil zwei Leute sind. Ach so. Genau. Und drei Fahrerwechsel machen die. Das ist ja geil. Boah, das heißt, die Ampel hängen wir auch noch um. Dann können wir nämlich immer die Ampel an- ausmachen. Wenn grün ist, dürfen sie reinfahren. Ach so, nee. Geht ja gar nicht. Ja, frage ich Nadel mal, wie sie das haben will. Aber jetzt in die andere Richtung fahren, ne? Die kann man drehen, die Ampel. Also. Nee, okay. Das. Gebrauchte Reifen muss ich holen. Sieben Stück. Das heißt, sie müssen mit einem Reifen in der Hand auch noch rennen. Ja, übrigens, Leute, das hier ist die Tröte. Die ist laut. Haltet euch die Ohren zu. Ja, die brettert schon, ne? Ja, wenn man bedenkt, das ist hier fast so eine Kindertröte. Genau. Ihr habt ja aufgepasst, wie die Regeln sind, ne? Ich hoffe, willst du noch anrufen? Willst du für mich fahren? Ich will eigentlich gar nicht fahren. Ich muss arbeiten. Ich bezahle die Stunde. Julian und Vincent. Kannst du dir jetzt trotzdem schreiben? Ich bezahle sie. Mir egal. Was sagt Eigo dazu? So, jetzt egal. Also würde das und Team 1, Jannis und Markus. Markus. Der fällt auf? Was? Ich hab mir gestern noch das Schlüsselbein gebrochen. Alter. Ja, kranker Scheiß. Okay, Jens ist jetzt Rennleitung. Was? Jens ist Rennleitung, ich fahre jetzt. Wurde ich gerade gefragt. Ja, Jens möchte nicht fahren. Mach ich jetzt für ihn. Jens? Jens, unterstützt ihn ein bisschen, weil er kennt das natürlich alles. Ich habe ihm jetzt aber Kika Race alles erklärt. Okay. Ich habe alle Rechner auch angemacht, auch Karttausch. Stäbe? Ja. Siehst du, da sind unsere Stäbe. Genau. Ja, du musst jetzt laufen. Aber ja, nur eine halbe Runde zum Glück. Mhm. Eine ganze Welt gestorben. Wir beide. Enttäuschung. Und wie ist. Fahrerwechsel, drei Stück? Drei Stück, also Ende, Ausgang, mach die nicht zu schnell. Meine Hand ist immer noch nicht ganz fit. Der erste Läufer, den anderen. Ja. Wie viel wiegst du? Wieso müssen wir mit Gewichten fahren? Ja, 140 Kilo Teamgewicht. Oh shit, das schaffen wir nicht. Ja. Ich habe 72 Kilo. Ich kann aber Gewichtsweste anziehen. Dann habe ich 80. Hä? 72, glaube ich. 48 sind 80. 120. Ich brauche 20 Kilo. Wie was? Du brauchst 20 Kilo. Und ich. Also, er fährt mit 20 und dann kommen wir trotzdem auf 140? Ja, klar, logisch. Was denn? Dass ich mit 10 fahre? Du mit 10 und er mit 10. Ja, dann ist er richtig schnell. Hast du gehört? Wir machen nur einen 10er rein. Ich fahre da mit 10, du mit 10. Ist doch viel besser, dann brauchen wir nämlich nichts stecken. Oder? Doch, passt doch. Nee, ihr hättet so oder so. Also, der 10er muss bei dir ja. Nee, der muss drinnen bleiben. 77 Cent.
Ja, aber dann können wir es doch drinnen lassen. Da müssen wir ja nichts stecken. Hätten wir 20 er, ich 0, ist ja Quatsch. Dann müssen wir ja stecken. Also ist so besser, ja. Doch nur mit 10 Kilo. Ja. Na gut, dann baue ich. Dann bereite ich mich halt mal vor. Kannst abstellen. Nee, legst du hier vorne an der Ecke erstmal. Da, wo der Kegel steht, an den Boxeneingang da. Also, ihr habt's gehört, Leute. Jens möchte nicht fahren, dann mache ich das halt. Aber sechs Kilo dann. Team 4. Machen wir Warm-Up-Fahren. Team 4. Startfahrer könnt ihr euch selber aussuchen. Startfahrer ist ein Fahrer. Aber stimmt, du musst ja erstmal laufen, ne? Ja. Ja, du kannst den Helm da aussuchen. Ja, geil, ne? Wie ich vorher noch gemerkt habe oder darüber gelacht habe, dass die alle ja laufen müssen, das Qualify. Ja, jetzt habe ich zugesagt, dass ich für Jens fahre und muss selber laufen. Yay. Wird richtig gut. Ich kommentiere auch nochmal, wie ich mich danach fühle. Ja, also es wird gesagt im S, also stell dich so weit hinten wie möglich hin. Nee, Ende S. Es kommt Ende S. Hier? Hier? Da soll ich uns hinstellen. Da soll ich uns hinstellen. Ja. Warte, lass mich berechnen. Das ist die Hälfte. Ja, jetzt welche Richtung laufen? Haben wir überlegt, aber nein. Weil ja, mindestens die Hälfte davon ist inkompetent, dass A, die Zeit nicht genommen wird. Oder B, den Transponder runterschmeißt. Und wir brauchen auch keine Zeiten, sondern nur, wer als erstes weiß. Einfach am Kopf festkleben und müssen die so. Ja, genau. Wir laufen richtig richtig. Ja. Ich nicht. So, dann noch einmal Aufmerksamkeit bitte. Staffelstab ist ein Kegel. Das heißt, ihr müsst mit dem Kegel laufen. Der Kegel muss dort, wo die anderen Kegel stehen, übergeben werden. Die lasst ihr bitte stehen. Das ist quasi die Linie. Der erste Läufer darf nicht hinter die Kegel quasi kommen. Das heißt, der Wechsel muss dort, wo die jetzt stehen, erfolgen und darf nicht noch weiter hinaus. Du hast eine Frage? Ich habe keinen Problem. Vincent kann ja nicht laufen. Ich hab jetzt... Dann kann man den nicht im bei der Kegelübergabe, ja. Welche Regel? Ich starte von hinten hinter den Hebel. Inwiefern? Was willst du? Was ist ein Schlupfloch? Regel bei der Kegelübergabe. Kann man ihn werfen oder übergeben? Alle einmal zuhören, bitte. Ihr müsst dort stehen. Und beide müssen den Kegel berühren. Das heißt, der Kegel darf nicht geworfen werden. Nochmal eine Frage. Ja. Grün, wenn die Ampel aus ist, voll grün. Ganz normaler Rennstart. Nadel, willst du sonst mit Julian laufen? Oh. Was macht? Lars, okay. Hätte jetzt aber den Kegel genommen. Ich habe hier extra 8 Kegel hingelegt und 2 zur Seite. Mal so. So, Startlinie ist quasi Gully zwischen den beiden Kegeln. Ja. Sollen wir dann den auflegen, den Kegel? Ganz einfach. Ihr müsst den Kegel dort übergeben. Beide Teamleute müssen den Kegel berührt haben. Das heißt, du darfst ihn auch nicht werfen und nicht hinterher rennen. Ja, seht ihr mal, ne? Also musst du studiert haben für. Nee, ach, der Club ist so. Aber jetzt gucken wir uns erstmal den Start an. Ich stehe ganz rechts. Und ihr müsst gleich mal auf Jannis hören, das ist mein Teamkollege. Der rastet richtig aus. Alter. Ich hab Kira vergessen. Also ich bin dafür, dass Sebus mittendrin stehen. Ja, werden sie auch in der Startaufstellung. Ja, geil. Speedmax. Genau. Jacinto. Das heißt. Leandra. Drei.
Und dann, was ist das Große hier? Das ist Aaron, ne? Aaron. Dann kommt Lisanne. Warte mal. Geil. Oh mein Gott, ich bin gelaufen. Vorletzter, ne? Also, als ich hier ins S rein bin, dachte ich, puck gleich Blut. Ja, mein Anstrengend, ne? Sie sah so eng, deswegen ist Kegel davor genervt. Aber ich habe mir gedacht, Spencer, ja okay. Aber dass ich auf 2 vorrenne, hätte ich auch nicht gedacht. Und was seid ihr am Ende? Jetzt vor? Erster, Pol. Ja, wir Zweiter. Ja, zweite Truppe waren alle voll traurig. Ja, das stimmt. Hast du einen Schlag gekriegt? Nee, Markus ist einfach gesprintet, Digga. 10 Kilometer. Leute! Übrigens, Startaufstellung, ne, ihr fahrt aus der Box raus, habt nur diese eine Runde zum Reifen warm machen. Ne? Das heißt direkt in die Startaufstellung quasi. Ganz normal halten wir euch da hinten an mit roter Flagge und dann geht's in die Startaufstellung. Von der Pole Position ins Rennen gehen Jannis und Markus quasi, das Team. Mit 10 Kilo im Kasten, die bleiben stehen. Startplatz 2, Lennox und Speedmax. Platz 3, ein Evo. Steht auch auf 3 dann. Jacinto und Maxi. Ja. Und leider vom letzten Platz aus ins Rennen gehen Vincent und Julian. Hä? Was für ein Siebter. Wer ist denn 8? Achso, 7, Vincent und Julian. Letzter Platz an Kira, Luca. Tut mir leid, mein Fehler. Team 1 mit 10 Kilo, Team 4 mit 15 Kilo und Team 5 mit 5 Kilo. Alle anderen leer. Die haben es ja gut. Oh, da können wir noch was rausbauen. So, 10 Team 1. Hopp, hopp! Kann ich jetzt noch auf 20 gehen? Ja, zack ich! Jo. Jannis, jetzt sag mal noch mal im Schnelldurchgang die ganzen Regeln. Die ganzen Regeln? Ja. Drei Fahrerwechsel, das ist halt ein Tiger Race, kennt. Werden die irgendwie, also müssen wir uns die anzeigen oder was? Ja, aber da vorne liegen, das wollte Krone hier gleich erklären, Fahrerwechsel, hier, Fenster, von Minute 13 bis 18 oder so, kann Krone ja nochmal zeigen. Ich weiß nicht, wo das und ihr, wie wird das dann angezeigt oder muss das der da steht, wissen? Der Fahrer. Der das anzeigt. Selber untereinander aus. Es gibt ein Fahrerwechselfenster, in dem müsst ihr wechseln. Ja, aber ich weiß auch nicht, wann die sind. Ja, das hängt davon aus. Ach so, okay. Kannst du dir nochmal angucken. Okay. Ja? Alles klar. Ihr müsst nur auch wissen, dass Kartwechsel und Fahrerwechsel natürlich, oder der zweite Fahrerwechsel mit dem Kartwechsel in Verbindung gebracht wird. Und die Bällezeit ist da ja auch noch. Welche Taktik wollen wir fahren? Vollgas. Durchballern oder? Rechnet mal, wie ihr den Fahrer. Ja. Stehen, laufen. Ja, schon ein bisschen rollen, oder? Ja, aber du musst den Sitz noch rausnehmen, ne? Ja. Kannst du den einfach weg oder machen? Soll ich mal probieren, ob ich mit Sitz fahren kann? Weil dann sparen wir natürlich richtig Zeit. Ach, ich weiß. Doch. Ali, wenn normal. Ja. Oh, warte, wenn ich ja. Mach du mal, wenn du drin sitzt. Wenn ich jetzt drin sitze. Also so. Nimmst du den Sitz mit? So, ich könnte es so versuchen, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wenn nicht, muss ich ihn rausreißen. Aber dann nur leicht rollen, ne? Weil sonst haben wir ein Problem. Aaron, du hast 4 Eimer oder wie viele sind hier? 4 Eimer. 4 Eimer? Und 11 Bälle haben wir. Hier vorne steht. Warte, ja, ich weiß, wo der ist. 4? Da ist überall da, wo die Kegel sind. Da? Genau. Ja. Und da oben ist einer, wo der Kegel ist? Und hier an der Stadtzielseite? Genau. Und immer wieder auffüllen, oder wie? Immer wenn wir die Tröte tröten, also du machst immer so 2 Bälle rein. Und geh ruhig alle ab, schmeiß einmal rein und hol wieder raus. Aber so, dass sie es nicht sehen. Genau, also du versteckst die Bälle quasi. Genau. Nur du weißt, in welchen Eimer du die Bälle reinpackst. Ja. Also du kannst ruhig tun, als dass du das rausnimmst, reinschmeißt und dann nimmst du wieder raus und gehst weiter. Ne? Also das. Und immer. Nachdem die Tröte das zweite Mal, wenn zu ist, genau, dann kannst du das dann fülle ich langsam wieder auf. Die, auch genau. Die Fenster, die, wann ich das mit den Bällen mache, habe ich hier auch da. Das siehst du ja dann, bis dahin muss es fließen. Ne? Gut. Du hast gesagt, ich war Start, ne? Ja. Da bist du deutlich sicherer. Und am Anfang, wie gesagt, verteidigen bist du auch besser. Ja. Haben wir letztes Mal gesehen. Ja. Nee, aber versuch natürlich erstmal loszukommen. Ich zeig dir dann an,
Hackengas, wenn ich sehe, die sind alle schneller, muss natürlich ein bisschen blockieren. Ja. Blöd ist nur, dann bin ich irgendwann im Verkehr. Ja. Aber ist so, ist so. Wenn ich sehe, du verlierst Zeit. Ach nee, wir haben mal das scheiß Fenster, ne? Ja. Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Wie gesagt, geht nicht um alles, ne? Ja. Wollen wir die Boxen hier noch ein bisschen durchmischen, dass sie auch mal gucken müssen, welche Box? Nein. Okay. Ach so, was ich dir noch fragen wollte. Janis, wollen wir durchhacken oder willst du wirklich eine Bälle anhalten? Eigentlich nur, wenn wir uns 100% sicher sind. Weil überleg mal, anhalten kostet 6 bis 7 Sekunden. Ja. Wenn du denn nichts findest, ist das mega Verlust. Ja. Dann fährst du nochmal in die Box, verlierst du nochmal 6, 7, 8 ja. Sekunden. Das ist eine halbe Runde. Ja. Wenn du dir also nicht sicher bist, einfach weiterhacken. Okay, machen wir. Ja, also nur wenn wir wissen, da ist einer drin, nur dann halten wir da auch. Ich bin mir nie sicher. Also, aber du darfst auch nicht anzeigen oder so, das darfst du nicht, weil dann schwarze Flagge. Ist richtig, genau. Ja. Aber wenn du dir nicht sicher bist, wenn du jetzt so zu 90% denkst, ja, ist einer drin, aber 10 sagen dir nein, fährst du nicht ran. Ja. Gut. Hier vorne ist ja seine Box und dann würde er ja außerhalb von dem Feld stehen. Das heben wir heute mal außer Kraft. Okay. Frage. Muss man stehen bleiben, um den Ball reinzuschmeißen? Nein. Wenn er aber Ball daneben geht, hast du Pech. Dann muss man ist er weg. Also der ist weg, also nicht aussteigen. Er ist weg, du darfst nicht aussteigen. Alles klar. Dann wieder in der Box noch auf der Strecke. Okay, gut. Kleine Frage noch. Wenn da jetzt rechts einer sozusagen eine Ball reinmacht, aber du kommst auch gleichzeitig von dem Dampfmann links vorbeifahren? Nein. Du das machen? Nein. Du kannst Nein. Nicht vorbeifahren. Die wird nicht vorbeifahren. Wenn dort besetzt ist, ist dort besetzt, musst du warten. Okay. Punkt. Wir fahren jetzt wieder in die Richtung. Wir Nein, fahren wir nicht. Richtig rum. Also was denn sonst? So wie bei IKM. Alter. Nein, IKM sind nach jedem IKM-Lauf wird die Fahrtrichtung gewechselt. Du siehst doch, wie die Karts stehen. Der ist da lang. Ja. Alter, ich bin immer noch aus der Puste, ne? Wo war eigentlich die andere? Das ist doch die Läuferin hier von uns. Ich war da vorne. Kartschuhe machen so, ja. Hier. Ich hab keine Kartschuhe an, ich hab Kackschuhe an. Ja, okay. Auch scheiße. Du, ich glaube, das Laufen hast du dadurch gelernt, weil du immer überall, wenn. Ich bin auch überall gerade zu den Punkten gelaufen. Ja. Wie dumm wart ihr denn? Ihr seid alle viel zu viel Strecke gelaufen. Irgendwie, ich glaube sogar Spencer ist den Bogen gelaufen da hinten, wo ich mir denke, renn doch einfach die engste Strecke. Das ist doch kein Kart. Ja. Mit wem fährst du eigentlich? Mit Lisande. Mit wem fährt Julian? Mit Vincent. Ah, das sind die Favoriten. Mit wem fährt Max? Lennox. Auch stark. Aber die haben 15 drin. Ja, ist trotzdem stark noch. Die fahren mit 80 Kilo trotzdem eine 1. Nee, die doch nicht. Mit wem fährt Jelle? Boah. Ich glaub Kira. Okay, auch starkes Team. Ja, scheiße. Egal. Ja, mach ich dann. Müssen wir mal wegen Ampel helfen. Alles gut. Jonas stützt nicht, keine Sorge. So. Ja, Rennleiter-Vlog, ich jetzt aber am Fahren. Auch geil, ne? Aber Jens übernimmt, war gar kein Problem. Haben einfach mal die Rollen getauscht. Aber ich kann euch sagen, es wird auch ein paar Szenen von mir geben, wie ich im Kart sitze. Und ein paar Runden drehe. Es wird diesmal nicht eingeblendet sein, oben rechts die Runden und so. Weil eigentlich ist es halt, wie gesagt, ein Rennleiter-Vlog. Aber die besten Szenen wollte ich euch natürlich nicht ersparen. Schön auf Kamera für YouTube! Fährst du auch? Was? Fährst du auch? Ja, ich muss. Mit wem? Mit Maxi. Geil wäre, wenn ihr trotzdem gewinnt, trotz Evo. Mit wem fährst du? Mit Jelle. Mit Jelle?
Ja, einmal die Sicht jetzt von draußen, den Start. Wenn ihr den richtig sehen wollt, ist bei Speedmax einfach auf den Kanal gehen. Der hat das schon längst hochgeladen. Und ja, wir natürlich von Pol, ganz klar. Ihr habt es vorhin gehört. Also Jelle hat gerollt. Ja. Hä? Jelle hat gerollt. Geheult? Gerollt. Achso, gerollt. Zu schwarz. Gleich zweite Runde. Jelle. Ja. Erstmal mit dem Evo da vorne. Ja, das ist doch und, geil. Und fährt den auch noch davon. Ja, und fährt auch noch davon, ja. Und Speedmax hat sich da abgemault. Ja, mit keinen Reifen gedreht. Ja, aufgeschrieben 2 Euro. 2 Euro. Ja. Ja, wieso 2 Euro, denkt ihr euch jetzt? Wir haben so ein Phrasenschwein oben stehen. Und für solche Sachen gibt es da immer 2 Euro rein. Oder wenn man unter das Schild guckt auf dem Kart, was für eine Chassisnummer das ist. Kostet immer Geld. Sollen die Evos die 2 Runden jetzt schon bekommen? Ja, ne? Oder was? Ja, mach ich gleich. Ja, genau. Also dadurch, dass die Evos und 9 PS natürlich ein bisschen langsamer sind, haben die 2 Runden Vorsprung bekommen. Und die in unserem System kann man das halt angeben, dass ja, die quasi jetzt in dem, zu dem Zeitpunkt schon 2 Runden weiter sind als die anderen. Hä? Ist doch alles gar keinen Sinn. Doch, doch, bei einer mehr Runde 2 Runden Vorsprung. Deswegen kannst du ja auch mal schon aufklicken. Ach, die haben Vorsprung bekommen? 2 Runden, ja. Das ist viel zu viel. Bei einer Stunde Fahrzeit geht das. Ja, mal sehen, wer von uns beiden nachher recht hat. Ob 2 Runden viel oder wenig waren, werden wir erfahren. Wird allgemein noch ein bisschen lustig. Und noch ein zweites Evo. Ja, da ist nämlich bei uns mal wieder was passiert. Klar, wie soll es anders sein? Einige munkeln schon, als würden wir das für YouTube machen, aber nein, machen wir nicht. aber hey, ist auch gut, ne? Wenn was passiert, für euch ist wirklich schön. Aber Jonas und ich haben uns an dem Tag richtig geärgert. Zum Glück war es nur Training und jetzt nicht irgendein wichtiges IKM-Rennen oder Clubrennen oder sowas. Ja, genau. Und Jens bereitet die Karts vor, weil wir hatten Kartwechsel mit drin und da mussten die Karts vorher warm gefahren werden. Ich denke, 5 bis 10 Minuten ist Zeitfenster für die Welle. Ich habe es ja vorhin erklärt im Video. Jetzt darf man, wenn es tut, einmal ranfahren an diese Eimer und einen Ball rausholen. Und dieser Eimer bringt euch, dieser Ball bringt euch halt eine Zusatzrunde. Ja, und zweimal tut nice, dürfen sie nicht mehr ranfahren. Wie weit ich das nachher nochmal probiere, werden wir sehen. Ja, Maxi schiebt hier einmal alles weg. Am Ende oder jetzt gleich draufklicken. Wir sammeln erstmal und machen die nach dem letzten Mal, ne? Ja, es kommt drauf an, wie viele Bälle ja nachher noch da sind. Wenn er noch welche braucht, muss er wieder rausfallen. Achso, dann ja. Oder soll ich warm fahren? Kann ich schon machen. Also, na, jetzt habe ich Helm schon geholt. Ich kann es ruhig machen. Alles krass durchdacht von den beiden, also was die da immer wieder auf die Beine stellen, muss man auch mal sagen. Großes Dankeschön, ja, vor allem auch an Nadel, die macht ja hauptsächlich das Training mit denen. Ja, ich hab dir da was hingelegt, sag Kroni. Geil. Ja. Lustige Szene. So, ich mache mich jetzt bereit, Jannis fährt übrigens wie auf P1 zu dem Zeitpunkt. Ja, warum das denn da Evo fährt? Erkläre ich euch gleich noch. So, unser Fahrer wechselt ein bisschen anders aus als bei der IKM, aber habt auch gesehen, Jannis musste seinen Sitz noch mit rausnehmen. Wir haben es vorher ausprobiert. Für mich war das viel zu eng.
Mag man kaum glauben, weil ich auch so ein Zwerg bin. Aber war tatsächlich so. Genau. Aber wie gesagt, gleich erkläre ich euch, warum Dustin und Maxi Evo gefahren sind. Ich glaube, dafür, dass Aaron das noch nie trainiert hat, war es ja geil. War ein guter Wechsel. Tatsächlich. Also, wofür habe ich die Schwarze bekommen? Du bist beim Start angerückt. Bist gleich gerollt. Wenn das nicht wäre, dann wäre es das sogar gut. Das wäre richtig top gewesen. Ja. Ja. Ja, das mit Lysander eben war ärgerlich. War perfekter Fahrerwechsel, aber er hat halt nicht aufs Pedal getroffen, den Fuß, und stand er da. Aber es sah geil aus, auf jeden Fall. Oh, top. Der war gut. Max, guter Wechsel. Guter Wechsel. Ja, die Kids, also hier Lennox, Max, Luca, alles schon ein großes Kino, was die da mittlerweile machen. Auch Lysander ja mittlerweile, also richtig, richtig gut. Dann habt ihr Tröten gehört, da gehen die Lichter an, aber wir haben uns entschieden, wenn wir uns nicht ganz sicher sind, habt es vorhin gehört, fahren wir auch nicht ran an die Eimer. Ja, hab meine Meinung später geändert übrigens. Ja, hier meckere ich wieder über das Kart, aber naja. Die Kids übrigens, die ich gerade erwähnt habe, die werden wir demnächst bald sehen, weil ich bin ja mit denen gefahren, das 10-Stunden-Rennen in Bisping, also da könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen. Jens fährt jetzt das Kart warm, deswegen können wir jetzt die Kamera nicht mitnehmen. Also sehen wir ein bisschen was von mir. Hallo, liebe Grüße von Nadel. So, ich mit mehr Kilos, ich habe zwar mehr bekommen. Klar haben wir beide 10 Kilo Kasten drin, allerdings bin ich ja von Natur aus ein bisschen schwerer als Janis. Ja, das war hier etwas ungünstig, mag man meinen. Ich hatte eigentlich auch nicht so vor, so viel Zeit zu verlieren. Ich hatte allerdings vor, dass Lennox noch Zeit verliert, weil die haben halt stark aufgeholt. Ja, aber er ging ein bisschen in die Hose. So, hat mir dabei ein bisschen wehgetan. Das war ja noch, weil meine Hand noch nicht so ganz fit war. Quasi indirekt gerade entschuldigt bei Janis, weil er einen schönen Vorsprung rausgefahren hat und ich hab's wieder minimiert. Ja, aber jetzt neues Kart und ich so, verdammt, irgendwas stimmt mit diesem Kart nicht. Irgendwas, das ist auch das, was Jens gerade warm gefahren hat. Also irgendwas ist hier richtig faul. Ich schüttel schon den Kopf natürlich. Ich habe das immer einmal tonlauter gemacht, damit ihr mal hören könnt, wie sich das Kart anhört, weil das klang nicht mehr normal. Und jetzt fing ich an, weil ich auch gemerkt habe, das wird immer langsamer. Zeige ich schon auf dem Motor. Auf dem Motor zeigen heißt Karteffekt. Jetzt gucke ich hier, ist vielleicht der Schock drin? Nö, war er nicht. Und auf einmal ging gar nichts mehr. Ja, und ich hier Karteffekt, Karteffekt, Karteffekt. Ja, blöd ist, Leandra mit ihrem Evo hatte auch einen Karteffekt. So, und die halt jetzt auch in der Box. Ja, aber mich hat dadurch keiner wahrgenommen und ich musste jetzt quasi alles selber machen. Also das hat jetzt so viel Zeit gekostet, über eine Runde. Und ja, könnt ihr euch vorstellen, dass wir dann nicht mehr auf Platz 1 waren, ne? Ja, super ärgerlich, hat mir für Janis natürlich mega leid getan. Muss jetzt trotzdem schnell gehen, neues Kart, aber auch kalte Reifen, also richtig doof. Ich gehe jetzt nur auf Bälle. Kart noch aufgebockt, also schlimmer konnte es nicht mehr laufen. Allerdings muss ich sagen, mit dem Kart kam ich jetzt gut klar, aber was soll's. Also, ja, da war jetzt ja schon eine halbe Stunde rum und in einer halben Stunde über eine Runde aufholen. Unwahrscheinlich. Womit es natürlich gegangen wäre, wären
die Bälle, die man ja noch einsammeln kann, die dürfen wir natürlich nicht aus den Augen verlieren. Also hatte ich überlegt, wenn das Licht mal angeht da und die Tröte ertönt, dann könnte man ja mal ranfahren an so einem Ding. Aber vorher ist erstmal noch Jannis dran. Ja, und jetzt muss ich quasi ja, Rede und Antwort stehen allen Leuten. Die haben natürlich jetzt interessiert gefragt, was da los war. Ich schiebe jetzt aber erstmal das defekte Kart weg. Also das passiert immer mal, ne? Das ist, ich meine, ist ja nun mal Gebrauchsgegenstand und ist ja aber im Auto auch so. Irgendwann kann mal was kaputt gehen. War natürlich jetzt ärgerlich, dass es uns mal getroffen hat. Aber gehört zum Rennsport dazu. Immer so besser als in einem wichtigen Rennen. Wie viel Glück hat er das Team davor gehabt? Ich bin ja nur zwei Runden damit gefahren, der war gerade da. Schockwelle oder was? Dachte ich auch erst. War Fahrer Kart? Muss ja, oder? Weiß nicht, keine Ahnung. Hab jetzt nicht geguckt. Aber das war schon ein bisschen komisch. Ja. Ich hab nur so, du fährst vor mir, ne? Ich hab so. Ja, war komisch. Also, war das gerade so? Ja. Weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Hab das erstmal an den Rand gestellt. Aber wie viel Glück hatte das Team denn davor? Das war das Reservekram, ne? Ja, stimmt. Oh, die Scheiße. Aber ganz ehrlich, das hätte Jens beim Warmfahren merken müssen. Jetzt sind wir erstmal letzter durch den Scheiß, ne? Sorry, dass ich dich da angerempelt habe, ne? Ja, alles gut. Ja. Das war ja nur, weil ich auch Karte fertig hatte und nicht beschleunigen konnte. Deswegen stand ich da auf dem Wies. Aber ich denke mir so, warum hat Jens denn beim Warmfahren nicht gemerkt, dass das Fahrt hin ist? War so komisch. Ich hab's dreimal angezeigt, bis es schon ist. Ja. Hast du auch auf dem Motor gezeigt? Ja. Eins haben sie auch nicht gesehen. Ich bin einfach reingekommen, hat da keiner was gemacht. Und ich komme auch genau da reingekommen, als ich Kartwechsel hatte. Ja, ich wäre ja 10 Sekunden langsamer gewesen. Ich bin auch schon gewundert, warum du da auf einmal stehen bleibst. Mitten auf der Strecke. Nee, ich bin nicht stehen geblieben, es kam nichts mehr. Ja, die beiden Kids, die da eben saßen, sind Leandra und Jacinto. Die fahren mittlerweile jetzt auch in einem Alpha. Also die Namen könnt ihr euch auch mal merken. Die wollen nämlich auch in der B-Liga starten bei der IKM. Warum fährst du Bahn? Unbekartete. Hä? Warum fährst du Bahn? Unbekartete. Ach so, ja. Die Service hier von Jensi. Oh, er jetzt macht wieder alles falsch, ist ja klar. Nadel wieder meckern. Hey, ja. Es ist noch ein Fahrerwechsel offen. Ja, ach so? Vergiss die Strafe nicht, wenn sie den Fahrer wechseln, das Zeitfenster nicht treffen. Ach so, ja. Wofür die jetzt? Was? Wofür die jetzt? Wir wollen noch nicht mal ein Zeitfenster. Wo ist mein Zettel? Zeitfenster ist hier. Fahrerwechsel, Bälle. Ja, Bälle? 35. Muss jetzt. Glaub nicht, wie laut diese Tröte ist. Ne? Also wenn du direkt daneben stehst, dann fliegt dir alles weg. Das ist so krass. Das sieht halt aus wie so eine Spielzeugtröte, aber ja. Das ist schon. Aber klar, musst du ja halt auch irgendwie hören, wenn du im Kart bist. Ne? War jetzt das vorletzte Mal mit den Bällen. Bälle oder müssen wir schon wieder welche rausnehmen? Ich weiß nicht, lass mal. Okay. Warum? Aber was jetzt mit dem Kart war, wissen wir noch nicht. In welchen? Mit Leandra, mit 20. Weiß ich das nicht. Der 21. Wir müssen nur gucken, das Kart, was jetzt Jannis hat, das läuft nicht. Das stottert voll. Ich denke mal, Luftfilter voll. Das haben wir gerade schon getauscht. Ach, habt ihr schon getauscht? Ja, der ist reingekommen. Wenn du das Evo-Bahn gefahren hast.
knapp jetzt hier, der Fahrerwechsel. Nicht, dass wir jetzt zu früh machen. Ist für mich schwarz, ist nicht ans Reglement gehalten. Was? Ist für mich ja schwarz, nicht ans Reglement gehalten. Ja, ja. Gleich gehen oder später? Wenn alle durch sind. Gut, dachte ich mir. Ja, ist so krass, oder? Wie durchorganisiert das alles ist, ist schon geil. Und ich liebe diese ganzen Trainingseinheiten, die wir machen. Klar, hauptsächlich auch für die Kids. Und die lernen natürlich da einiges bei uns. Bin ich auch ein bisschen stolz drauf, bin ich ganz ehrlich. Hier sehen wir noch ein paar Fahrerwechsel. Ist auch immer ganz interessant. Ach, fast schief gegangen. Mein Spency mit Lysander. Ja, wieder daneben getreten, weil so an sich sieht das ja richtig stark aus, was die da machen. Ja, Luca mit Kira. Wurde vorher ausgelost, wer in einem Team ist. Und ich bin hier am Studieren, wann denn jetzt die nächsten Fahrerwechselzeiten sind. Noch ein bisschen Applaus, ja? Weil er hat das wieder saugut gemacht. Konnte natürlich nichts mehr aufholen, aber die Zeiten, die er dann gebrettert ist, die waren krass. Die waren richtig fix. So, ich bin aber noch einen Turn gefahren. Ja, lach hier das denn aus? Er hatte irgendwie nicht so richtig Bremse. Achso, wollte ich euch noch sagen, warum die das fahren. Ja, klar. Es gab da noch Evo-Fahrer und die hatten halt keinen Teampartner dann. Und da hat man halt gesagt, dass zwei aus dem Racing-Team dann mitfahren. Alle durch? Genau, jetzt wo alle durch sind, gibt denn Jens die schwarze Flagge für Vincent. Weil es gab nämlich extra Fahrerwechsel-Zeitfenster. Und die waren tatsächlich nicht zu spät, aber sie waren zu früh und das geht auch. Ja. So, rein theoretisch hätten wir das auch noch mit einer Ampel regeln können. Die haben wir da auch am Pfeiler hängen. Hätte man quasi immer rot schalten können, also Box nicht anfahren. Und ja, und dann bei grün dann halt doch. Aber haben wir ihn weggelassen, und weil es gab ja einen Teamkollegen, der das quasi angezeigt hat. Ja, aber da haben sie ein bisschen gepennt. Aber wie gesagt, ist ja alles Training und es sind auch nach wie vor immer noch Kids. Und dafür machen die das alles schon mega krass. Das muss man sich einfach. Für uns ist das selbstverständlich, aber das muss man sich einfach mal vorstellen, was die eigentlich alles leisten. So, jetzt haben die Tröte gehört. Ich wollte einen geilen Trick machen. Warm, den Eimer hochfletschen und den Ball auffangen, während er rauffliegt. Aber es war keiner drin. Soll ich jetzt hochklicken? Oder ist das immer noch zu früh? Hey, ihr denkt euch, ja, ja, Markus, klar, du wolltest den Ball da hoch. Ich habe das schon mal geschafft. Klar, mit einem Evo. Mit dem Alpha noch nicht, aber vielleicht war ich zu dem Zeitpunkt auch zu schnell dran. Aber jetzt stellt euch vor, es hätte geklappt mit dem Ball rauspfeffern aus dem Eimer und hätte ihn beim Fahren gefangen. Hätte aber blöd geguckt. Ja, das habe ich jetzt noch mit reingeschnitten. Auch natürlich erstens, weil cool ist, und zweitens auch auf Wunsch von Lysander. Weil das vor mir ist Lysander. Und ja, da gab es halt einen spannenden Fight. Ich wusste halt auch nicht, ist das Platzkampf oder nicht. Sind wir eine Runde zurück. Ich zeige an, jo, schnapp ich mir den jetzt hier oder nicht? Hat auch keiner wirklich was angezeigt. Ja, und jetzt gucken wir, ob ich da vorbeikomme oder nicht. Und wir gucken natürlich, wie Lysander verteidigt hat. Weil auch der noch nicht lange auf einem Alpha, muss man sagen. Ich steche rein. Eigentlich vorbei. Hätte ich rein theoretisch so, ich sag mal, ihm denn die nächste Kurve abschneiden können. Da ich aber relativ doll noch reingepfeffert bin, habe ich Platz gelassen. Unfair überholen will ich nicht. Das kennt ihr schon aus meinem 7-Stunden-Rennen, als ich gegen Jannis gekämpft habe. Da sage ich hier jetzt auch, habe ihn fast wieder gedreht, sag fahr mal. So will ich nicht überholen. Ja. Aber warum es wieder nicht geklappt hat, ihr denkt euch, er war es doch deutlich schneller. Aber ihr seht es immer beim Rausbeschleunigen, die waren natürlich alle deutlich leichter jetzt. Und da zogen sie mir zumindest Ausgang der Kurve immer ein bisschen weg. Oh, hier, er nimmt die Kurve gar nicht so gut.
Gut, hier hatte ich jetzt Außenbahn, aber ihr seht auch, dass er wieder leicht besser beschleunigt. Jetzt fährt er natürlich Kampflinie, könnte ich nur überholen, wenn ich ihn unfair rausschiebe. Das will ich natürlich nicht. Ja, ich möchte ihn in einen Fehler treiben und dann überholen. So ist eigentlich immer mein Gedankengang. Ja, auch hier seht ihr jetzt wieder, die Kurve wird genommen. Gut, jetzt habe ich ihn kurz angetitscht. Deswegen ist er wieder weiter weggekommen. Nehme jetzt hier die engere Linie, will hier reinstechen, aber auch da war ich zu langsam. Keine Ahnung, wie ich das da mache. Die anderen kriegen es irgendwie immer hin, dass sie da noch dazwischen kommen. Weiß ich jetzt nicht, ob ich hätte weiter durchziehen müssen, aber es sah für mich aus, als hätte ich ihn da nur weggehauen. Ja. Jetzt hat er von außen angezeigt bekommen, von Spencer, dass er mich vorbeilassen soll. Und ich denke mir jetzt hier erstmal danke, okay, und dann, hä, warum? Hat so viel Spaß gerade gemacht, warum? Ja, zeig jetzt auch nochmal zur Box, wieso? Habe ich nicht verstanden. Weil ich wollte gerne gegen Lysander fahren, hat Spaß gemacht. Und zumal lerne ich da ja auch. Ich war eh hinten. Also, naja. Aber wusste ich ja nun nicht. Und wenn die Box anzeigt, dann musst du es natürlich machen. Wo ist wieder Leandra? Die lässt doch immer sehr gut vorbei. Klar, ab und zu Luft auflösen geht auch nicht. Dann knallt es dann doch mal. Aber die Evos sind halt auch nicht ganz so schnell auf den Geraden, ne? Oh, Zieldurchlauf. Und wie immer, auch sogar beim Trainingsrennen wird immer abgeklatscht. Hat der noch einen mitgegeben, das sehe ich jetzt erst. Geil. Aaron schön bei Jacinto hinten drauf geknallt noch. Natürlich unbeabsichtigt, ist klar. Genau, das Lysander hat richtig Spaß gemacht. Könnt ihr euch auch jetzt schon auf Bisping freuen. Also was Lysander da abgefeuert hat, das hat alle überrascht. Und ja, bin ich mächtig stolz auf ihn. War das überhaupt Positionskampf? Nein, war es nicht. Es war eine Überrundung. Und warum lässt er uns denn nicht vorbei? Ja, weil ich habe ihm gesagt, wir haben keine Bälle, aber ich kann nicht, weil er hat nicht geglaubt. Wenn wir einen Ball hätten, wären wir dann vorne gewesen. Ja, ich wollte es einmal probieren, aber da war keiner drin. Aber trotzdem, es ist so scheiße, wenn du viel mehr wiegst, ist mehr. Er fährt die Kurve so blöd und fährt mit trotzdem. Das Kart ist doch gar nicht so scheiße. Nee, das Kart ist geil. Das Kart ist doch geil. Das ist richtig schnell. Nein, das war's davor, was er am Anfang hatte. Wieso, was bist du gefahren? Also ich bin in 24 gefahren. Ja, das war ich verstanden. Oder er hat mir das falsch gesagt. Und du bist auch schneller gefahren. Auch 24. Ja. Ich bin damit nur eine 4 gefahren oder sowas. Nee, nicht mal. 5 oder so hast du gesehen. Trotzdem scheiße. Egal. Tut mir leid. Kann 6-4 für den gerade sein? Nee, für den nicht, nee. Ey, aber Lysander. War geil. Anscheinend nicht. Deswegen habe ich ja nachher gefragt, warum soll er mich jetzt vorbeilassen, so, ne? Ich habe mich schon gefragt, ich habe immer gedacht. Ja, ich hätte dich auch gehabt. Du bist ja am Ess, da bist du ja. Du bist ja so weit gefahren und wärst fast wieder auf Start und Ziel, so einen Riesenbogen hast du gemacht. Aber ich habe immer Rausbeschleunigung, bist du immer so weggefahren. Hat bis da nicht gereicht. Wie gesagt, hast ja gemerkt, ich hätte dich nur gedreht jedes Mal. Und das wollte ich auch nicht. Aber auf jeden Fall bist du sicherer gefahren, als ich hinter dir war. Ich dachte, die Bälle wären am Ende nach aufgerechnet, deswegen habe ich ihnen das nicht angezeigt. Wurden sie schon aufgerechnet? Ja, da hätte ich euch auch früher vorbeigegangen. Ich habe mich nämlich gewundert, warum er jetzt vorbeiwinkeln lässt. Ich wollte mit ihm kämpfen, hat Spaß gemacht. Ja, ich wusste halt nicht, dass die Bälle schon aufgerechnet wurden, weil Bruno meinte zu mir, die wären nach dem Rennen aufgerechnet. Ja. Und deswegen dachte ich, alles klar, falls sie einen Ball haben, dann sind die vor uns. Ja, aber Bruno ist keine Rennleitung, oder? Ja. Ich habe nicht nachgefragt, ich habe ihm dafür vertraut. Ja. Du hast mir was Schönes hingestellt da, 2 Runden. Ey, Max meinte sogar schon, als Jens gerade warm gefahren hat. Ja, Karteffekt. Meinte Max sogar schon zu mir, ich so. Toll. Nein, er fährt mir das Kart warm. Ja. Egal, letztendlich musst du das nehmen, was du kriegst. Ne? Ja, deswegen. Aber ich habe beim Losfahren schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Dann auch so. Ich so, was ist das denn? Dachte ich so, Schock, guck. Bin ich langsam geworden? Nö, der Schock war es nicht. Ja. Fühlte sich aber auch an, weil der Bremse hat er auch keine. Dass vielleicht die Bremssteine einfach nur wieder gedüht haben. So wie beim letzten Mal, dass die letzte eng eingestellt wurden. Passiert ja ab und zu mal hier. Aber so eng war es ja nicht.
Nee, dann ist irgendwas anderes. Ja, auch für das. Der hat auch gestottert beim Los. Da war irgendwas faul. Jo, das waren wie immer wieder die Gespräche natürlich nach dem ganzen Event, so nennen wir es mal. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß bei diesem Video. Was jetzt nächste Woche für eins kommt, weiß ich selber noch gar nicht. Deswegen lasst euch gerne überraschen. Ja, wenn ihr mich hören und sehen wollt, ihr kennt das Spielchen. Ja, ich bin spätestens Dienstag wieder auf Twitch unterwegs. Ja, dann auch diesmal wirklich Dienstag. Nicht so wie diese Woche, wo ich es einfach technisch nicht hingekriegt habe. Ja, freut euch drauf. Wir sehen uns. Haut rein. Bis dann.